Wie kann man den inneren Frieden finden? Also so richtig innerlich zufrieden sein, unabhängig wie die Situationen oder die Umstände im Außen gerade sein. Und sogar dann, wenn ich überhaupt nicht gut drauf bin, wenn ich mich überhaupt nicht wohlfühle, wie kann ich da den inneren Frieden finden? Kannst du dir vorstellen, dass es ein einziger Punkt ist, der uns genau dahin führt, wo wir hinwollen? Und zwar den inneren Frieden zu finden. Du kennst sicher Menschen in deinem Umfeld, die haben Konflikte mit Nachbarn, in der eigenen Familie oder im Betrieb. Und stell dir mal vor, du würdest denen die Situation im Außen jetzt lösen. Was glaubst du? Wären die Leute nachher im Frieden? Genau. Sie würden ihren eigenen Unfrieden nachher gleich einmal wieder auf eine andere Situation projizieren. Weil der Unfriede, der will einfach irgendwo gebraucht werden. Also nutzt es nichts, die Situation im Außen zu lösen, um den eigenen Frieden wieder zu finden. Auf alle Fälle dauerhaft. So, was ist es jetzt, was wir tun können, um den eigenen Frieden wirklich zu finden? Und zwar im Alltag. Es braucht einen einzigen Punkt, wie gesagt. Und zwar das hundertprozentige Annehmen, die hundertprozentige Akzeptanz für das, was jetzt gerade ist. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber wenn ich jetzt überhaupt nicht gut drauf bin, dann habe ich ja auch einen Unfrieden drin. Wie soll ich da einen Frieden finden? Genau. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gut drauf sein, nachher nehme ich die Situation, meinen eigenen Unfrieden, jetzt zu 100% an und sage, jetzt ist es so. Und ich werde jetzt gerade keine Purzelbäume machen oder Luftsprünge für lauter Glück. Aber ich nehme die Situation jetzt zu 100% an. Im Zen-Buddhismus redet man da davon, von Erleuchtung. Also wenn jemand die Situation, was jetzt gerade ist, zu 100% annehmen kann, akzeptieren kann, dann ist er der Erleuchtung ganz nahe. Und die Situation im Außen, und das ist nämlich das Beste, die löst sich nachher auf einmal selber fast. Oder auf einmal ist der eigene Frieden wieder da. Das heißt, ich muss zuerst den inneren Frieden herstellen, indem dass ich die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, zu 100% annehmen und akzeptieren kann. Und dazu gibt es ja im Alltag ganz viele Möglichkeiten, weil da sind ja ganz wenig Situationen genau so, wie ich es gerade gern hätte oder wie ich es gerade gern möchte. Also das Annehmen von dem, was ist, ist der Weg, den inneren Frieden zu finden. Und weißt du, was ganz lässig ist? Friede und Freude, das sind Geschwister. Das heißt, wenn ich den inneren Frieden finde, nachher finde ich auch die innere Freude. Und das ist ja sowieso Ursprung von fast allem. Ich wünsche dir, dass du die Lektionen im Alltag gut annehmen kannst, dass du üben kannst und dass du deinen eigenen persönlichen, individuellen Frieden in dir findest. Den kann dir nämlich niemand nehmen, gar niemand. Egal wie die Situationen oder Umstände sein. In dem Sinn, mach's gut, Pfiati, bis zum nächsten Mal, Servus.